Yo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal This Heads Racing Crew Bio Bien von unseren Produzenten dhmechanics.ch. Herzlich willkommen zu diesem Video. Giele, ihr merkt sicher alle, es wird langsam Winter, die kleinen Autos und die gesteuerten Bötchen verschwinden langsam in der Garage und es kommen die grossen Dutchies wieder mal zum Einsatz. Was mir natürlich zu einem neuen Videoansatz bringt, und zwar möchte ich mal gerne euch mit etwas zusammen anschauen. Ich denke, relativ viele von euch haben ein 1:5 Fahrzeug oder ein 1:8 Fahrzeug, wo sie im Winter ein bisschen im Dreck rumfahren oder im Schnee das rumfahren, weil natürlich das mit den kleinen Massstäben nicht so gut geht. Habe ich gedacht, wir machen mal ein Video für meine persönlichen Erfahrungen von unserer Race Crew und natürlich auch von mir selber als Rider, ein bisschen die Welt rauszubringen. Die einen oder andere hat vielleicht auch schon mit gewissen Marken, mit gewissen Pneus, mit gewissen Fahrzeugen seine Erfahrungen gemacht, positiv, negativ. Hier in diesem Video geht es grundsätzlich mal darum, das Ganze ein bisschen zusammenzufassen und mal diverse Sachen mit euch anzuschauen. Jawohl, schnell ein kleines Rekapitulation. Ich habe mir an Weihnachten 2022 ein XR-Tag gekauft, allererst in Black Edition. Sie haben wahnsinnig lange darauf gewartet. Sie waren wahnsinnig gespannt und haben sich natürlich riesig darauf gefreut. Das Auto ist gekommen, das Auspack, Batterie drin und sie mit dem umfahren. Wir haben sehr viel Erfahrung mit dem X-Max. Ich persönlich habe unterdessen schon mein X-Max Nummer 5. Dann schauen wir uns nachher zusammen heute an. Was ich aber hier schnell erläutern möchte, ist, warum das Ganze. Also, wir haben XRT gekauft, sind mit dem rumgefahren und sind eigentlich von unserer Vorfreude relativ enttäuscht gewesen. Der XRT mag den groben Umgang, wie wir das haben, hier in unserem Gebiet, nicht verleiden. Wir haben leider nicht so gute Plätze, nicht so grosse Plätze. Keine Kiesgruben hier nahe, darum müssen wir uns irgendwie im Wald zurechtfinden. Wir haben dort eine Strecke gebaut und es hat dort eine kleine Chance drin. Und irgendwie hat das der XRT nicht mehr beißen. Es ist ständig etwas kaputt gegangen. Jetzt müssen wir fahren. Es waren die Felgen gebrochen, hat die Spoilerhalterung hingelassen, hat der Ventilator plötzlich ganz komische Geräusche von sich angegeben. Das erste Mal so richtig schockiert waren wir, als wir das Auto von an haben genommen, sprich der Vorder- oder Hinterteil von der Bodenplatte gelöst. Hat irgendwie für mich ein bisschen nach billigem Abklatsch vom X-Max ausgesehen. Und bin auch der Meinung gewesen, weißt du was, solange er nicht kaputt ist, verkauft den Cape. Ich habe diese Occasion verkauft. Bin mir dann irgendwie 2-3 Monate später reue gewesen und habe mir wieder einen gekauft und genau das gleiche Problem wieder gehabt. Hat der XRT wieder Occasion verkauft, das mal ein besser im Zustand. Und hat dann gedacht, weißt du was, komm, jetzt, ich hatte schon mal Revo gehabt, es ist schon ein 2.0 rausgekommen und haben dann ein 2.0 gekauft. Und dort war genau das gleiche Problem gewesen. Ja, wenn die Finanzen natürlich stimmen, kann man sich solche Späßchen erlauben, mit Autos kaufen und ausprobieren. Leider sind wir nicht irgendwelche Influencer, die hier von den Hersteller die Autos einfach gratis zugeschickt bekommen. Und Sommer ist gekommen. Sommer hat man X-Max halt dann, mehr verräumt. Man hat auch nicht mehr gerade die ganz grossen Autos vorgenommen. Wir, unsere Race Crew, fahren im Sommer mehrheitlich mit Boot. Sie sind dann Richtung Wasser gegangen. Es war ein recht heißer Sommer gewesen. Und ich habe mich dann trotzdem irgendwie noch mit dem Thema beschäftigen. Haben wir dann einen Kyosho MP9E gekauft. Das hat mich gedacht, okay, probier es mal so. Noch einmal Maßstab kleiner. Absolute Katastrophe. Das Auto ist praktisch jetzt mal, wenn wir auf unserer Strecke waren, zerstört gewesen. Man musste neue Teile bestellen, das alles wieder neu aufbauen. Es war eine riesige finanzielle Geschichte. Und aus diesem Grund habe ich das Auto dann auch wieder Occasion weiterverkauft, damit ein anderer Spass haben kann, der einen geeigneten Platz hat für das. Trotzdem hat man aber das Thema irgendwie nicht abschreiben wollen. Das ist schon 4 X-Max gefahren bin. In jeglichsten Variationen, tuned, stock oder komplett übertuned, hat es einem irgendwie gedacht, ja, es wird die Zeit etwas langweilig. Und irgendwo ist auch das Thema Truggy Buggy immer noch aktuell gewesen. Was mich jetzt schlussendlich dazu geführt hat, dass ich einen Arma Kraton 8S gekauft habe, EXB. Mit einem schönen Spektrumsystem drin, super Leistung. Ich habe auch noch ein Video auf dem Kanal hier, vielleicht habt ihr das gesehen, wo ich den ganz
getestet habe, auf unserer Strecke bei Gummifahren. Wir haben sogar ein zweites Video gemacht, das ist gar nicht so lange her, von unserem Pokalrennen im Wald. Und so spätestens dort hat es wieder ein bisschen angefangen zu dämmern. Sprich, auch der Kraton ist für die Strecke nicht wirklich das richtige Fahrzeug. Darum haben wir uns nicht ganz unfreiwillig dazu entschlossen, auch den Kraton wieder zu verkaufen. Das geht nicht. Also, wenn wir jetzt mal fahren, wieder 200-300 Steine aus den Fingern nehmen, für irgendwelche Ersatzteile zu kaufen. Die Ersatzteile vom Kraton sind extrem teuer. Was uns natürlich dazu führt, dass wir trotzdem ein Auto brauchen. Wie gesagt, der Winter steht jetzt wieder vor der Hütte. Meine Kollegen in unserer Crew fahren entweder X-Max oder gehen Skifahren. Und darum hat sich für mich natürlich auch wieder so die Frage gestellt, was machst du jetzt? Kaufst du einen fünften X-Max, wo du die ganzen Erfahrungen schon hast, wo der Betrieb dann langweilig wird? Wagst du in eine andere Marke oder ein anderes Auto her, vielleicht nicht so ein teures, für das zwischen ihnen scheppert, dass man da etwas flicken kann? Und Gielen ist eigentlich eins. Was lässt sich darüber streiten oder auch nicht? Der X-Max ist einfach das Fahrzeug, das am meisten mal verleiden, wo man am gröbsten damit umgehen kann, wo man auch mit einem Kind die Finger drücken kann, ohne dass man sich die Augen schliessen und Angst hat und sein Portemonnaie. Darum, haltet euch fest, hier kommt X-Max Nummer 5. Gutes Stück. X-Max Nummer 5. Gielen, ich sage euch, das ist das absolute Winterfahrzeug. Schlechthin. Absolut keine Werbung für Traxxas, aber Gielen, das Ding verhält einfach. Es gibt in Orange, in Grün, in Rot und in Rock'n'Roll und in Solar Flare. Bei so vielen X-Max bei uns in der Crew hat es schon alles gegeben. Ich persönlich habe ihn immer in Grün bestellt. Das mal in Rot. So, meine Damen und Herren, wo haben wir das gute Stück? So sieht der aus, der hat es vorhin im kleinen Rundblick gesehen. Das ist die Version 3 von X-Max. Traxxas hat unterdessen auch schon mehrere Versionen draussen. Trotzdem hat es hier noch ein paar Sachen, die wir einfach schon von Anfang an aus dem Stock-Status werden rausnehmen. Das Ziel ist nicht, das Auto irgendwie abartig fest zu tunen. Das haben wir alles schon hinter uns. Wir hatten schon Hobbywing-Regler drin mit riesen Motoren, mit riesen Ritzel, mit 1,5 Pitch-Zahnrädchen, riesen Dinger. Haben also schon ein bisschen unsere Erfahrungen gemacht, wenn die Zahnräder so gross sind, dass man den Getriebedeck drauf tun kann. Wir waren mit dem Auto schon im Schnee gewesen. Wir haben schon probiert mit Schneeketten, mit selber gemachten Schneeketten irgendwie noch etwas mehr Grip rauszuholen, mit Ritzel und Motoren noch etwas mehr Power rauszuholen. Und schlussendlich bin ich jetzt der Meinung, X-Max Nummer 5 bekommt ganz, ganz wenig Anpassungen, damit ich als Rider mit ihm so richtig gut Schlag komme, dass ich Schanzen springen kann, dass ich Rundkurs fahren kann und dass er auch im Schnee etwas taugt. Das Ganze wird ich im Schnellraffer abfilmen. Ich werde aber jetzt nicht auf Details eingehen von diesem Auto. Ich denke, ein X-Max, wie der aufgebaut ist, wie der aussieht, von dem gibt es schon nur Videos. Und das weiss sicher unsere RC-Community zur Genüge.
So, meine geschätzten Freunde, wir sind am Ende angekommen von diesem Umbau. Jetzt gegen Schluss ist es vielleicht gerade ein bisschen schnell gegangen mit den Videos. Wir haben direkt den anderen Part übersprungen, weil es euch sicher nicht allzu fest interessiert, wie hier dran umgeknüppelt wird, sondern ihr habt sicher die elementaren Schritte von diesem Umbau, von dieser Idee, habt ihr gesehen. Es ist auch hauptsächlich darum gegangen, ein bisschen einen Erfahrungsaustausch zu machen. Ihr dürft sehr gerne eure Meinung unter die Kommentare schreiben, mit was für Pneu, mit was für Ritzel, mit was für Federöl ihr eure Erfahrungen gemacht habt, was ihr das Gefühl habt, was die Schwachpunkte sind am X-Max oder vielleicht auch an den vergleichbaren Fahrzeugen in diesem Maßstab. Vielleicht gleich noch schnell dazu, was haben wir jetzt genau gemacht? Wir haben die Intergy Querträger montiert, die glänzen hier unten so richtig schön blau unten vorne. Man muss dort nichts anpassen, man kann die alten wegnehmen, die neuen montieren, das passt perfekt. Wir haben die Federn, ein bisschen dickere Federn gefüllt, damit sie ein bisschen weniger schnell einsacken. Wir haben außerdem die Federnringe gespritzt mit einer ganz normalen weißen Acrylfarbe. Das hat relativ gut. Die Federnringe ein bisschen anschleifen, dann gut putzen, dass sie fettfrei sind und staubfrei. Und dann kann man die super gut anschleifen und spritzen. Was wir natürlich auch gemacht haben, sind die Akkuhalterungen rausgeschissen, hier in der Mitte, mit den Klettstreifen. Vielleicht habt ihr das heute schnell gesehen im Video. Das ist auch eigentlich ganz einfach gemacht. Wir haben aus 3 mm dicken Sperrholz Platten abgeschnitten, auf die richtige Grösse, Kanten eingeklebt mit Armaflex-Kleppern. Das ist auch sehr empfehlenswert für Karosserien hier hinten rauszukleben, damit sie nicht spaltet. Ja, und da das Auto sicher auch wieder Schnee wird sehen und Pisten wird sehen und nass Schnee und dementsprechend feucht wird, haben wir uns entschieden, dass wir stecken, dass wir auch dran lassen und keine Lötarbeiten machen an diesem Fahrzeug. Wir können das, wir wissen, wie Stecker löten, denken aber trotzdem, dass wenn das Auto wirklich voll ist mit Schnee, was zwischen jemandem mal vorkommt, ihr wisst, wie das ist. Wasser findet immer irgendwo einen Eingang und bei originalen angelöteten Steckern habt ihr halt einfach Garantie, dass es dicht ist, dass wenn irgendetwas passiert, könnt ihr auf Garantie zurückgreifen. Darum arbeiten wir hier mit Adapter, weil unsere Batterien EC5-Stecker haben, die mögen ein bisschen mehr Strom verleiden, bringt aber jetzt in diesem Fall nichts, weil wir dann über den Adapter auf den TRX-Stecker die Leistungsausgleich wieder verlieren. Voilà, ritzeltechnisch ist alles noch genau gleich, servotechnisch ist alles noch genau gleich. Ihr seht das Fahrzeug mehrheitlich noch auf Stock. Was mir persönlich aber sehr wichtig ist, sind die Luis Uphill Pneu. Das ist wirklich eine ganz andere Geschichte als die Talion, die sie original mitliefern. Jeder, der nichts mal gesehen und die schon mal montiert hat, dem redet ich auch aus der Seele. Voilà, dann geht es noch darum, die Federn einzustellen, damit das Ding richtig schön abfedert. Und auch hier an der Karosserie haben wir nicht sehr viel gemacht. Natürlich unsere Kleber draufgeknallt, damit man sieht, wer hier verantwortlich ist. So, das wäre es gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es wird mir nicht mehr alles übrig, als zu warten auf den Schnee. Zu hoffen, der kommt gleich. Gielen, ich wünsche euch einen ganz schönen Winter, eine ganz schöne Kerli-Saison. Schon bald kommt das nächste Video von unserem allerletzten Rennen, Saisonabschluss Royal Rumble. Das wird eine ganz spannende Sache. Wir sehen sich sicher dort. Drum, ciao zusammen, tschüss und bis gleich. Abonniert den Kanal, lasst den Daumen hier und bis gleich. Ciao zusammen.